Gedicht von Karl an Jenny. Ich war so ganz versunken in deine hehre Gestalt. Ich war so liebetrunken, berauscht von deiner Gewalt. Wir flüsterten heimlich Worte, die niemand sonst vernahm. Der Schall, wie durch Geistespforte, aus vollem Busen kam. Doch konnte er nimmer umranken, was tief in uns erscholl. Den großen Allgedanken, der aus der Seele quoll. Und mehr als Wort und Laute sprach unser Händedruck. Der Blick, der unendlich schaute, das war dein schönster Schmuck. Jenny an Karl. Schwarzwildchen, wie freu ich mich, dass du froh bist und dass mein Brief dich erheitert und dass du dich nach mir sehnst. Heute Morgen, in aller Frühe, habe ich schon in der Augsburger studiert, 3 Hegelsche Artikel und Brunos Bücheranzeige. Karlchen, gerne sagte ich dir noch viel, noch alles, aber die Mutter leidet's nicht länger. Sie nimmt mir sonst die Feder. Und ich kann dir nicht einmal mehr den heißesten Liebesgruß zurufen. Auf jeden Finger einen Kuss und nun hinaus in die Welt. Fliegt, fliegt zu meinem Karl und presst euch so heiß auf seine Lippen, als sie ihnen warm und innig entströmt sind. Und dann hört auf, stumme Boten der Liebe zu sein und flüstert ihm zu, all die kleinen, süßen, heimlichen Lieblichkeiten, die Liebe euch eingibt. Erzählt ihm alles, aber nein, lasst noch was übrig für eure Herrin. Lebt wohl, teurer einzig. Adieu, du deuerlich Männchen. Geld, ich kann dich doch heiraten. Ade, ade, mein Liebchen. Marx an Jenny, 21. Juni 1856. Mein Herzensliebchen, ich schreibe dir wieder, weil ich allein bin und weil es mich geniert, immer im Kopf Dialoge mit dir zu halten, ohne dass du etwas davon weißt oder hörst oder mir antworten kannst. Ich habe dich leibhaftig vor mir und ich trage dich auf den Händen und ich küsse dich vom Kopf bis zum Fuß. Ich falle vor dir auf die Knie und ich stöhne, Madame, ich liebe sie und ich liebe sie in der Tat. Wer von meinen vielen Verleumdern und schlangenzüngigen Feinden hat mir je vorgeworfen, dass ich berufen sei, eine erste Liebhaberrolle auf einem Theater zweiter Klasse zu spielen? Und doch ist es wahr. Hätten die Schufte Witz besessen, sie hätten die Produktions- und Verkehrsverhältnisse auf die eine Seite gemalt und mich zu deinen Füßen auf der anderen.
Jenny. Karl. Karl. Jenny. Mein Herzliebchen. Karl, was ist los? Wo sind wir hier? Was? Du weißt nicht, wo wir hier sind? Das ist doch wieder mal typisch für dich. Ja, nun sag schon, du weißt es doch. Du weißt es wirklich nicht? Ja, in einer Kirche natürlich. Ja. In einer Kirche. In irgendeiner Kirche. Das ist die Pauluskirche in Kreuznach. Hier haben wir geheiratet, falls du dich erinnerst. Natürlich, die Pauluskirche zu Kreuznach. Das weiß ich doch, die habe ich doch sofort erkannt. Denn, mein liebes Jennylein, hier haben wir geheiratet. Dann weißt du auch sicher noch, wann das war. Ja, das war, als die verdammte preußische Zensur die Rheinische Zeitung verboten hat und kurz bevor wir nach Paris gezogen sind. Ja, ja. Ja, aber das Datum, an welchem Tag, in welchem Jahr? Das war im Jahre 1844. Nein, im Jahre 1843. Kurz vor meinem 25. Geburtstag. Du warst ja schon 29. Aber der Wochentag? An welchem Wochentag haben wir geheiratet? An einem Mittwoch. Nein, es war ein Montag. Der 19. Juni 1843. Unser Hochzeitstag war ein Montag. Der 19. Juni 1843. Ja, natürlich. Wann denn auch sonst? Aber sag mal, was machen wir hier eigentlich? Kannst du mir das vielleicht erklären? Warum ich? Du kannst doch sonst immer alles erklären. Herzlichen Glückwunsch zu eurem 175. Hochzeitstag. 175. Hochzeitstag. Ja, heute ist der 19. Juni 2018. Euer 175. Hochzeitstag. Der 19. Juni 2018. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Holla, ich bin der Weltgeist. Der Weltgeist. So wie Sie aussehen. Kalle, nicht so spießig. Mach dich mal locker. Weltgeist? Habe ich da was von Weltgeist gehört? Fred? Charlie? Fred. Charlie? Mein lieber, guter, alter Charlie. Ich fass es nicht. Charlie! Mein guter, alter Fred. Und die gute Jenny ist auch da. Ich freue mich so, sie wiederzusehen. Aber Moment mal. Ihr seid doch tot, oder etwa nicht? Ja, wir sind tot. Zumindest wenn der oder die recht hat. Dieses schrille Geschöpf hat nämlich behauptet, heute wäre der 19. Juni 2018. Unser 175. Hochzeitstag. Das ist ja mal eine interessante Hypothese. Gibt es dafür irgendwelche Belege? Ja, und außerdem behauptet, dass da es wäre,
der Weltgeist. Hat zumindest schon mal was von Hegel gehört. Glauben Sie ihm kein Wort. Dieses Subjekt behauptet bloß, es sei der Weltgeist. Dabei ist er nur ein gemeiner, gefährlicher, intriganter Phantast. Ich bin der wahre Weltgeist. Oder glauben Sie, er oder dies oder das, er behauptet bloß, er sei ein Weltgeist. Also, zwei Weltgeister. Dabei war selbst einer dem Feuerbach schon zu viel. Zwei Weltgeister, wie soll das gehen? Das hängt wahrscheinlich mit der Dialektik zusammen, Charlie. Ja, Dialektik, zwei Weltgeister, ja. Gut gesprochen, Fred. Pass mal auf, ich habe da eine Idee. Du hast doch den Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt, richtig? Ja. Und? Ja, und der Mensch hat nun mal nur einen Kopf und zwei Füße. Uff. Und deswegen zwei Weltgeister. Fred, also wirklich, so ein Quatsch, der sollte unter deinem Niveau liegen. Ach. Aber schau mal, wem von diesen beiden würdest du denn eher vertrauen? Der Rechte ist zumindest seriöser gekleidet. Ja. Spieße. Vielleicht sollten wir Sie einfach einmal fragen, was Sie von uns wollen. Eine hervorragende Idee. So saget an, ihr Weltgeister, was ist euer Begehr? Wir haben euch ein großzügiges Angebot, ein Geschenk zu eurem 175. Hochzeitstag zu unterbreiten. Ja. Wenn ihr Karl Marx und ihr Baroness Jenny von Westphalen euch hier in der Pauluskirche noch einmal das Ja-Wort gebt, dann dürft ihr dort hinaus in das Jahr 2018. Und ich? Darf ich auch mit? Na, ihr, als Trauzeuge dürft ihr auch mit hinaus. Na los, Charlie, komm, das machen wir. Oh ja, ich heirate Jenny und dann auf ins Jahr 2018. Stopp. Habt ihr weiter eine Lauschlappe? Habt ihr das nicht gehört? Der muss erst geheiratet werden. Ab, hinne. Heiraten? Heiraten? Ich höre immer nur heiraten. Wer sagt denn überhaupt, dass ich noch einmal Frau Marx werden möchte? Aber Jenny, was erzählst du denn da? Ich werde dich nicht noch einmal heiraten. Das eine Leben mit dir hat mir völlig gelangt. Woraus hat es denn bestanden? Aus Schulden, Schulden und nochmals Schulden. Immer nur Schulden. Das war mein Leben mit dir. Schulden und Krankheit. Aber Jenny, denk doch mal an die große Sache, für die wir gekämpft haben. Für die Revolution, das Proletariat, die Freiheit, den Sozialismus. Ja! Ha! Gekämpft? Wofür denn? Und wie denn? Du hast dir die Tage und Nächte um die Ohren geschlagen, hast die ganze Zeit über deinen Büchern gebrütet, hast seitenweise Manuskripte vollgeschrieben. Das meiste davon hast du noch nicht einmal zu Ende gebracht.
Und wenn du es doch einmal geschafft hast, dann wurde es meistens nicht veröffentlicht. Und du hast noch nicht einmal das Papier und die Tinte dafür bezahlt bekommen. Aber Jenny, liebste Jenny, wir haben doch auch schöne Zeiten gehabt hier in Kreuznach. Das war doch wunderbar, da waren wir doch glücklich. Ja, als du Stunden und Tage mit dieser Bettina von Arnim, dieser dichtenden und hochwohlgeborenen Goethe-Freundin verbracht hast, wie ein braves Hündchen bist du ihr immer hinterhergelaufen, wenn sie nur nach dir gerufen hat. Und das, nachdem wir sechs Jahre miteinander verlobt waren und uns die meiste Zeit nicht gesehen hatten. Und wahrscheinlich hattest du mit ihr ein Verhältnis. Und das kurz vor unserer Hochzeit. Jenny, du mit deiner dummen Eifersucht. Ich habe sie 2-3 Mal getroffen und da war gar nichts. Und das weißt du genau. Ach, und woher soll ich das wissen? Und woher soll ich wissen, mit wem du es in Köln, in Bonn oder in Berlin alles getrieben hast? Während ich einsam schmachtend in Trier darauf warten durfte, dass der Herr Studiosus Philosophicus es endlich einmal schafft, deine Familie zu ernähren? Und dann die Sache mit Lenchen. Das war der Gipfel. Jenny, Sie müssen das einfach mal unter dem Gesichtspunkt der Überwindung der bürgerlichen Kleinfamilie sehen. Überwindung der bürgerlichen Kleinfamilie? Was ist denn das für ein Quatsch? Das hast du doch selbst mal geschrieben. War das nicht, ja, in der deutschen Ideologie? Fred, was schreibt man nicht alles, wenn das Leben lang ist und einem der Verleger im Nacken sitzt? Wahrscheinlich habe ich ganz was anderes geschrieben und Jenny hat es bloß falsch abgeschrieben. Falsch abgeschrieben? Das wäre natürlich kein Wunder bei deiner Sauklaue. Aber das ist ja mal wieder typisch für dich. Der große Philosoph, der Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt hat, macht natürlich keine Fehler. Ich kann nur hoffen, dass die Generationen von Frauen nach mir sich von ihren Männern nicht alles haben bieten lassen. Als ob du dir irgendwann hast jemals etwas bieten lassen. Jenny, er hat sie doch wirklich immer mit dem größten Respekt behandelt. Jetzt verbünden sie sich schon wieder mit ihm. Wie damals, mit dem Lenchen als... Wir wollten doch nur nicht, dass sie sich unnötig aufregen. Nicht unnötig aufregen? Nicht unnötig aufregen? Ich soll mich also nicht darüber aufregen, wenn mein feiner Herr Gemahl ein Kind mit unserer Haushälterin macht, während ich hochschwanger zu seinem Onkel nach Holland reise, um etwas Geld zu erbetteln? Und sie haben ihn auch noch in Schutz genommen und behauptet, das Kind sei von ihnen. Jenny, liebste Jenny, versuch das Ganze doch mal vom philosophischen Standpunkt aus zu sehen. Vom philosophischen Standpunkt? Vom philosophischen Standpunkt? Das ist also deine Philosophie? Dass du mich nach Strich und Faden betrügen kannst? Jenny, das sind doch ganz alte Geschichten. Denk doch mal an all die großartigen Sachen, die wir erlebt haben. Welche großartigen Sachen? Meinst du damals in London, als wir in Soho mit 6 Personen in diesem Drecksloch gehaust haben und am Hungertuch nagten und uns außer Lenchen noch nicht einmal eine Hilfe leisten konnten? Jenny, erinnern Sie sich an all das, was wir damals vollbracht haben. Für das Proletariat, für die Menschheit vollbracht haben. Und ohne Sie, Jenny, wäre das alles nicht möglich gewesen. Denk doch an die schönen Zeiten in Paris und in Brüssel.
Als du in verräucherten Hinterzimmern mit der revolutionären Intelligenz palavert hast? Ja. Ja. Das war wirklich schön. Da haben diese ganzen glorreichen Vordenker einer glorreichen Zukunft ganz schön gestaunt, dass eine Frau nicht nur zur Dekoration da ist, sondern eigene Gedanken hat und diese auch noch in Worte fassen kann. Das war wirklich schön. Und du warst immer dabei? Und es wäre noch schöner gewesen, wenn ich nicht am nächsten Morgen gleich wieder ins Pfandhaus gemusst hätte, um meinen letzten Familienschmuck zu versetzen. Karl, ich habe dich immer geliebt. Bis zur letzten Stunde. Aber der Preis war einfach zu hoch. Für mich und vielleicht auch für dich. Vielleicht wärst du mit einer anderen Frau oder als Junggeselle glücklicher geworden. Nie hätte ich eine andere Frau so lieben können, wie ich dich geliebt habe. Aber wenn ich geahnt hätte, dass ich als staatenloser Emigrant mein Leben fristen muss, dann hätte ich keine Familie gegründet. Dann hätte ich die Ballkönigin von Trier, dem stolzen Sekondleutnant Karl von Pannewitz in seiner schneidigen Uniform mit blutendem Herzen überlassen. Na, immerhin wart ihr schon verlobt. Ach Karl, sei doch nicht albern. Ich war damals 16 und du gerade mal 12. Und dieser unsägliche Pannewitz, mit dem hätte ich mich vermutlich zu Tode gelangweilt. Ja. Oder ich hätte ihn umgebracht, weil er mir mit seiner Dummheit so auf die Nerven gegangen wäre. Du hättest es nur geschickt anstellen müssen und du wärst eine reiche Witwe gewesen. Ach Karl, du warst nicht nur eine Million Mal klüger als dieser eingebildete Pannewitz. Du konntest auch tausendmal besser tanzen als er. In deinen Armen gelegen habe und getanzt habe, dann war immer alles Unheil und alles Elend der Welt ganz weit weg. Ach, wenn es uns doch immer so gegangen wäre wie damals. Da hatten wir eine richtig gute Strähne. Und weißt du noch, als ich zu Onkel Leon nach Holland gefahren bin und ihn um den Finger gewickelt habe, obwohl er mir am Anfang gar nichts geben wollte? Ich weiß. 160 Pfund hast du ihm aus den Rippen geleiert. 160 Pfund! 160. Und dabei hast du deiner Cousine Antoinette schöne Augen gemacht, wenn es denn dabei geblieben ist. Jenny, du mit deiner dummen Eifersucht. Wir hatten ein ganz normales Verhältnis von Cousin und Cousine. Naja, dann wurde es ja auch besser, als endlich meine Mutter gestorben ist. So am 30.11.1863, genau 50 Jahre auf Stunde und Tag genau, nachdem sie geheiratet hatte, so wie sie es immer vorhergesagt hatte. Die alte Hexe hat mich um mein Erbteil gebracht. Ach Karl, um gar nichts hat sie dich gebracht und sie war auch keine alte Hexe. Du hast dir doch dein Erbteil in Form von Krediten von schon vorher geholt, ein Vielfaches sogar davon. Und dann hat sie dir noch 580 Pfund vermacht. 580 Pfund. Und was hast du gemacht, als du diese schöne Erbschaft in Händen gehalten hast? Bist du geradewegs zu mir nach London geeilt? Nein!
bist noch wochenlang bei deinem Onkel Leon in Holland geblieben. Oder soll ich lieber sagen, bei deiner zauberhaften Cousine Antoinette? Liebes Jennyland, ich schwöre dir beim Proletariat, da war nichts, da war absolut gar nichts. Ach, lüg mich doch nicht an. Sogar meinen 50. Geburtstag hast du verpasst. Oh. Bist erst am Tag danach nach London gekommen. Jenny, ich habe es ja schon 100 Mal erklärt. Alle Fähren waren belegt. Sturm, See, schwerer Orkan, Streik der Seeleute. Ach. Keiner war unglücklicher als ich. Aber schau. Dann wurde es doch richtig schön, als wir zum Maitland Park gezogen sind. Ja. Dann kam noch diese schöne Erbschaft aus New York. Der Wilhelm Wolf, die gute, treue Seele. Ach, was hatten wir für eine schöne Zeit, 48, 49 bei der Neuen Rheinischen. Ja, dann ist er nach Amerika ausgewandert, ja. Sein ganzes Erspartes hat er mir vermacht. Ja, der gute alte Lupus. 700 Pfund. Wie lange er dafür wohl gespart hat. Da konnten wir endlich mal eine Zeit standesgemäß leben. Weißt du noch, wie wunderbar ich uns damals alles eingerichtet habe? Ach, was haben wir für Feste gefeiert. Nächtelang durchgetanzt haben wir. Ach, 50 Gäste hatten wir im Ort. Und wie schön unsere Töchter in ihren neuen Kleidern ausgesehen haben. Und sogar den Töchtern der armen Liebknechts haben wir zu Weihnachten Puppen mit Seidenkleidern geschenkt. Aber nach einem Jahr war der ganze Rausch schon wieder vorbei. Ich glaube, in einer Ehe muss wenigstens einer von beiden mit Geld umgehen können. Und wir konnten es beide nicht. Die zwei Sterne, ein Rätsel. Es wohnen weit in Himmelsferne zwei goldumstrahlte süße Sterne, die ewig voneinander fliehen, die ewig sich entgegenziehen. Sie strecken aus die lichten Schwingen, damit sie einst zusammenklingen. Und dennoch ziehen sie weg die Hand. Sobald verknüpft erscheint ihr Band. Kannst, Jenny, du die Sterne nennen? Doch will ich treulich dir bekennen, wir sind wohl nicht damit gemeint. Denn stets bin ich mit dir geeint. Hindurch des Weltalls weite Massen, durch Elementenkampf und Hassen strömt meine Liebe in dein Herz, strömt hin mein Sehnen und mein Schmerz. Ach, es war eine schöne Zeit. Auch wenn sie nur ein Jahr gedauert hat. Ja. Und dann durfte ich mal wieder herhalten. Ach, Fred. Ach, schau mal. Dafür. Ach da, dafür bist du doch auch mit mir in die Weltgeschichte eingegangen. Und dem guten, treuen Lupus habe ich das Kapital gewidmet. Da sieht man's mal wieder. Diese Linken können einfach nicht mit Geld umgehen. Ganz gleich, ob es sich um Kommunisten, Sozialisten oder Sozialdemokraten handelt. Ein Leben auf Pump. Da haben sich selbst die ökonomischen Gene dieser feinen Herrschaften auf all ihre Anhänger, Apologeten und Nachbeter einfach übertragen. Ja, ja. Wie man mit Geld richtig umgeht, das weiß man natürlich bei Lehman und Sachs und derer Konsorten viel besser. Erst Millionen Anleger betrügen und dann uns alle mit faulen Papieren an den Rand der Weltwirtschaftskrise führen und sich das mit den Steuern des kleinen Mannes Milliarden und Abermilliardenfach zu finanzieren.
und am Ende noch fette Prämien kassieren. Das nenne ich mal richtig mit Geld umgehen. Wenn der Engels dem Marx Geld geliehen hat, dann wusste er wenigstens gleich, dass er es nie wieder sieht. Ja, Geld. Geld, das dieser vorbildliche kommunistische Fabrikant vorher aus seinen Fabrikarbeitern in Manchester herausgeschunden hat, aus dem von den beiden, ach, so geliebten und geschätzten Proletariat. Dieses Geld habe ich der Arbeiterklasse durch mein Werk, das mich mein Glück, meine Gesundheit, mein Leben und das meiner geliebten Frau gekostet hat, hundertfach, ach, tausendfach zurückbezahlt. Und sagen Sie mal, ich habe da was von Weltwirtschaftskrise gehört. Ja, ist denn das Proletariat da nicht aufgestanden und hat eine Weltrevolution gemacht? Ach, hören Sie mir doch auf mit Ihrem blöden Proletariat. Ja, wer soll sich denn sonst erheben, wenn nicht die, die nichts zu verlieren haben außer ihren Ketten? Na, da schauen Sie sich doch den mal an. Der hat höchstens sein Goldkettchen zu verlieren. Hey, hey, ich glaube, es baggert da oben. Also, wenn der meint, ich hätte nur eine Goldkette, da täuscht er sich aber. Schau nach einer goldenen Rolex. Echte Intimidation. Und echt. Du willst da wirklich nicht mit mir hinaus und mich dafür noch einmal heiraten? Ach, Karl. Ja. 7 Kinder haben wir bekommen und 4 davon mussten wir ins Grab legen. Was kann es auf der Welt Schlimmeres geben? Denk doch mal, wie das mit Edgar, unserem kleinen Musch, war. Willst du so etwas noch einmal erleben? Möchtest du dafür hinaus in eine Welt gehen, in der die Proletarier Goldkettchen tragen? Unser kleiner Musch, unser Sonnenschein. Sein Lachen konnte man ein paar Tage vorher noch durchs ganze Haus hören. Ist er fröhlich umhergesprungen. Es hat mir fast das Herz zerrissen, als er in meinen Armen seinen letzten Atemzug getan hat. Du hast recht. Es lohnt nicht. Das ganze Leben lohnt sich nicht, wenn man eines seiner Kinder zu Grabe tragen muss. Die letzten 10 Jahre unseres Lebens waren doch ein einziges Siechtum. Weißt du noch, wie dein ganzer Leib mit Geschwüren übersät war und du nicht mehr sitzen, nicht stehen, nicht liegen und nicht laufen konntest? Ich bin mir vorgekommen wie ein lebender Kadaver. Mich gefühlt, als wenn mein Leib von innen verfault. Tagelang konnte ich keine Zigarre rauchen, ach, geschweige denn essen oder trinken. Habe nur Galle gekotzt. Dann dieses Scheißbuch, dieses verdammte Kapital im Nacken, das mir meinen Körper aufgefressen, meinen Kopf leer gesaugt hat und das einfach nicht fertig werden wollte. Und wie ich wochenlang im Bett gelegen habe und wir uns noch nicht mal einen Arzt leisten konnten. Glaub mir, ich war froh, als es endlich vorbei war. Und ich danke dir, dass du in meiner letzten Stunde bei mir warst. Das Letzte, was ich gesehen habe, waren deine liebevollen Augen. Und das Letzte, was ich gefühlt habe, war deine Hand auf meiner. Ach, Jenny, ich war so froh für dich, als du endlich gehen durftest. Die letzten 2 Jahre waren für mich, naja, ich war der traurigste, einsamste, gebrochenste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Und dann musste ich noch unser
fünftes Kind ins Grab legen. Unsere Älteste? Unsere Jenny? Unsere Jenny. 38 ist sie geworden. Sie hatte Krebs, so wie du. Ich habe sie noch in Paris besucht. Sie war sehr tapfer. Naja, und 2 Monate später war es dann auch für mich vorbei. Und was noch zu erwähnen wäre, nur der Vollständigkeit halber, Ihre beiden verbliebenen Töchter haben Selbstmord begangen. Jetzt hören Sie doch auf. Jetzt reicht's doch wirklich. Eleanor und Laura haben sich umgebracht. Aber warum? Was ist passiert? Eleanor ist auf einen Schuft hereingefallen, der sie immer wieder betrogen und letztlich auch ins Grab gebracht hat. Sie war 43, als sie sich mit Blausäure vergiftet hat. Aber Laura, was ist mit Laura passiert? Sie hatte doch Kinder. Alle 3 Kinder sind im Exil nach der Auflösung der Pariser Kommune gestorben. Am Abend ihres 66. Geburtstags hat ihr Mann erst sie und dann sich erschossen. Sie hatten Angst vor dem Altwerden. Jenny, hör mir zu. Es war eine richtige und gute Entscheidung von Ihnen. Also, kein Zurück. Kein Zurück. Ein irdenes Leben reicht völlig aus. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Aber seht ihr denn nicht, welche einmalige Chance uns da geboten wird? Charlie, wir können einen Blick in die Zukunft werfen. Ach, ich weiß nicht. Und außerdem geht das überhaupt nicht. Aber Sie haben es doch von den Weltgeistern selbst gehört. Aber wir brauchen einen zweiten Trauzeugen. Und wir haben keinen zweiten. Also das ist doch überhaupt kein Problem. Da steht schon jemand bereit. Herzlich willkommen. Gnädige Frau. Wo bin ich? Zunächst einmal, Sie sehen wirklich ganz zauberhaft aus. Überhaupt nicht tot. Allerdings was? Stellen wir das erstmal hinten an. Verzeihen Sie, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Engels, Friedrich Engels. Friedrich Engels? Der Friedrich Engels? Sie haben offenbar schon mal von mir gehört. Aber,
Aber das kann ja gar nicht sein, dann sind wir beide ja tot. Au! Nun ja, das entspricht jetzt nicht ganz der reinen Lehre des historischen Materialismus. Aber solch kleinliche Bedenken sollten wir für den Moment erstmal zurückstellen. Ihnen soll nämlich eine ehrenvolle Aufgabe zukommen. Eine ehrenvolle Aufgabe? Eine überaus ehrenvolle Aufgabe, Frau oder Fräulein. Luxemburg, Rosa Luxemburg. Und welche ehrenvolle Aufgabe soll ich übernehmen? Rosa Luxemburg. Welch wunderschöner Name und wie passend für Sie. Rosa, Rosé, Rosé, Rosam, Rosa. Die blühende Rose. Was soll das für eine Aufgabe sein, von der Sie gesprochen haben? Nun, es mag etwas ungewöhnlich klingen, Sie sollen Trauzeugin sein. Ja, und was ist daran so außergewöhnlich? Es handelt sich dabei um Karl Marx und die Baroness von Westfalen. Karl Marx? Was glauben Sie, wie oft ich Ihr kommunistisches Manifest gelesen habe? Baroness, es ist mir eine Ehre. Es ist unser Manifest. Wir haben es gemeinsam geschrieben. Das meiste habe ich geschrieben. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit. Lass es gut sein, Fred. Und wer durfte es mal wieder in eine lesbare Handschrift übertragen, weil niemand deine furchtbare Klaue lesen kann? Und außerdem, der berühmte erste Satz, der stammt von mir. Den habe ich höchstpersönlich in das Manuskript eingefügt. Der erste Satz stammt von Ihnen? Ein Gespenst geht um in Europa. Es ist das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Jetzt geht diese plumpe Agitation schon wieder los. Dabei dachte ich, das hätten wir schon längst in der Mottenkiste der Geschichte einsortiert. Plumpe Agitation? Mottenkiste der Geschichte? Das wurde immerhin zum geistigen Weltkulturerbe erhoben. Ach, die UNO nimmt doch schon längst gar niemand mehr ernst. Dafür ist die UNESCO zuständig. Ach, so einen Propagandamist auf eine Stufe mit der Gutenberg-Bibel zu setzen, das ist doch lächerlich. Propagandamist? Da ist jedes Wort noch so aktuell wie vor 170 Jahren. Hören Sie sich nur mal an, was da über die Globalisierung steht. Globalisierung? So nennt man das jetzt also. Sie meinen wohl... Ah ja, diese Passage. Die Bourgeoisie kann nicht existieren ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt. Der Weltmarkt hat dem Handel eine unermessliche Entwicklung gegeben. Und in dem Maße, in dem sich die Industrie ausdehnte, in dem Maße entwickelte sich die Bourgeoisie, vermehrte ihre Kapitalien und drängte alle aus dem Mittelalter her bekannten Klassen
in den Hintergrund. Die Bourgeoisie erkämpfte sich seit der Herstellung der großen Industrie und des Weltmarktes die ausschließliche politische Herrschaft. Was für ein wundervoller, klarer und kraftvoller Text, voller realer Poesie. Großartig formuliert, also wirklich großartig formuliert von mir. Allein dafür müsste ich dich eigentlich noch einmal heiraten. Das Bedürfnis nach einem stets steigenden Absatz ihrer Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Erst die Bourgeoisie hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihren Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft und alles Heilige wird entweiht. Müssen wir uns diesen Propagandaschrott des 19. Jahrhunderts wirklich anhören? Propagandaschrott, jetzt hören Sie doch einfach einmal hin. Ja. Die Bourgeoisie hat durch die Entwicklung des Weltmarktes die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, die nicht mehr nur einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, nein, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht wird. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ach ja, und da gibt es solche Dinge natürlich nicht mehr. Keine Globalisierung, keine Ausbeutung, keine Zerstörung von alten Traditionen und Werten. Nein, das haben wir natürlich alles längst überwunden. Ach, jetzt hören Sie doch mal auf. Dieser Marxismus ist doch nur eine rückwärtsgewandte Utopie, eine romantische Illusion, die Sehnsucht nach einer Urgesellschaft, die es so nie gegeben hat. Die Ideen von Marx sind scharfsinniger und wesentlich richtiger als das meiste, was die heutigen Ökonomen aus dem Kaffeesatz und ihrer halbgaren Thesen lesen. Ja. Die Zeit war nur noch nicht reif dafür. Ja, wohin das geführt hat, haben wir alle ja gesehen. Ja, genau. Die Bourgeoisie hat die Bevölkerung agglomeriert, die Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in wenigen Händen konzentriert. Aber die moderne bürgerliche Gesellschaft, sie gleicht dem Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor. In periodisch wiederkehrenden Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre. Die Epidemie der Überproduktion. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den geschaffenen Reichtum zu fassen. Und wie überwindet die Bourgeoisie diese Krisen? Richtig, indem sie noch größere, allseitigere Krisen vorbereitet. Krisen? Krisen? Krisen haben wir bisher immer überwunden. Ja, und wer musste dafür immer bluten? Doch zuallererst der kleine Mann,
und wir kleine Frauen natürlich. Jetzt hören Sie doch auf. Es ist sowieso hier lächerlich, das Ganze in einer Kirche aufzuführen. Und am liebsten würden Sie die noch von der Kanzel herunter predigen. Jetzt hören Sie doch auf mit Ihrer gespielten Empörung, als ob Ihnen irgendetwas heilig ist. Das mit der Kanzel ist eine ausgezeichnete Idee. Schließlich ist das Manifest ja so etwas wie das Glaubensbekenntnis der Arbeiterklasse. Also rauf damit auf die Kanzel. Also, Frau Luxemburg, das ist doch jetzt wirklich nicht nötig. Also etwas Respekt könnte man schon zeigen. Lassen Sie es gut sein, gute Frau, lassen Sie es gut sein. Die Waffen, mit denen die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich nun gegen die Bourgeoisie selbst. Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr den Tod bringen. Sie hat auch die Männer gezeugt, die diese Waffen führen werden. Die modernen Arbeiter, das Proletariat. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke und Ziele nur erreicht werden können durch einen gewaltsamen Umsturz aller gesellschaftlichen Ordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereint euch! Jetzt aber mal ganz schnell runter von der Kanzel da. Und darum, Christen aller Länder, vereinigt euch. Gnädige Frau, wir wollen Sie nicht verwirren. Diese Dame ist nur einem plötzlichen Bedürfnis nach Verkündigung nachgekommen. Was denn hier los? Maskenball oder was? Fastnacht ist aber schon längst vorbei. Gnädige Frau, wie gesagt, wir wollen Sie nicht irritieren. Wir sind ja selber etwas irritiert und vielleicht etwas aus der Zeit gefallen. Vielleicht darf ich uns erstmal vorstellen. Marx, mein Name, Karl Marx, Dr. Karl Marx. Meine Frau, geborene Baroness Jenny von Westfalen. Friedrich Engels und Fräulein von Lichtenstein oder so. Dr. Rosa Luxemburg, bitte, machen Sie mich nicht noch kleiner, als ich eh schon bin. Und das von können Sie sich auch sparen. Welche illustre Gesellschaft hier in meiner bescheidenen Kirche. Karl Marx, Jenny von Westfalen, Friedrich Engels und Rosa Luxemburg. Dann soll hier wohl gleich die Weltrevolution ausbrechen, oder was? Jedenfalls nicht hier, nicht in meiner Kirche. Ihre Worte und Ihre Kleidung scheinen die Hypothese nahezulegen, dass Sie hier der Pfarrer sind. Die Pfarrerin, bitteschön. Was? Wir bitten vielmals um Vergebung. Wir sind nur etwas irritiert dadurch, dass Sie als Frau... Dass eine Frau Pfarrer ist? Ja. Es scheinen Sie tatsächlich etwas aus der Zeit gefallen zu sein. Oder katholisch. Moment. Meine Frau und ich sind protestantisch getauft und nie aus der Kirche ausgetreten. Jetzt sagen Sie mal endlich, was Sie eigentlich hier wollen. Wie gesagt, dies hier ist eine Kirche und nicht der Ort für skurrile Maskeraden und Spiele. Ach, verehrte Frau Pfarrerin, es ist auf jeden Fall ganz wunderbar, dass Sie hier sind. Wir haben nämlich ein Anliegen, ein ganz spezielles Anliegen. Wir wollen nämlich, kurz zu machen. Meine Frau und ich, wir wollen, also wir sollen, also wir müssten jetzt hier noch einmal heiraten. Sie wollen noch einmal heiraten? Hier noch einmal heiraten. Ja, aber... Das geht nicht. Haben Sie einen Termin? Haben Sie überhaupt Papiere? Geburtsurkunde, Stammbuch, Personalausweis? Personalausweis? Aber hören Sie, wir sind doch nicht vom Personal. Wir sind Karl Marx und Jenny von Westfalen. Dein Reisepass. Einen Reisepass.
Gute Frau, unsere letzte Reise haben wir schon längst gemacht. Ach so, kein Termin, keine Papiere, aber heiraten wollen. Super. Das ist dies eine evangelische Kirche hier und nicht irgendein Hochzeitsparadies in Las Vegas. Denken Sie denn, wir wüssten nicht, wo wir hier sind? In der Pauluskirche zu Kreuznach? Na, die kennen wir bestens, denn schließlich haben wir hier geheiratet. Und zwar am 18. Juni 1843. Am 19. Juni. Ist doch jetzt die Kreie. 1843? Vor 175 Jahren. Ja, aber 1843? Da staunen Sie, gell? Sie möchten bestimmt wissen, wo wir her sind. Ja, wo kommen Sie denn her? Das wüssten wir auch gerne. Also, um einmal auf die Frage der Heirat zurückzukommen. Ich kann das wirklich nicht. Außerdem habe ich im Moment überhaupt keine Zeit für solche dummen Scherze. Entschuldigung. Ja, und außerdem muss ich jetzt dringend weg. Und wenn ich später wiederkomme, will ich Sie hier nicht mehr sehen. Dann hauen Sie doch ab! Wir sind doch nicht auf den Segen von so einem blöden Pfaffen und schon gar nicht von einer Pfeffin angewiesen. Wir gehen jetzt dahin und dann dort hinaus. Lassen Sie uns durch! Ich habe mal Vorschriften. Ohne einen aktuellen kirchlichen Trauschein kommt ihr hier nicht raus. Das ist doch lächerlich. Wir sind doch schon längst verheiratet. Außerdem lasse ich mir von so einem aufgeblasenen Türwächter doch nicht vorschreiben, wo ich nicht zu gehen habe, oder? Kannst du ja mal probieren. Vielleicht doch. Aber du wirst schon sehen, was du davon hast. Langsam, Charlie, langsam. Ich glaube, da haben wir im Moment keine Chance. Langsam. Dann müssen wir wohl warten, dass die Pfarrerin zurückkommt. Und dann müssen wir sie irgendwie davon überzeugen, dass ihr euch beide traut. Geben Sie es doch auf. Das wird nie klappen. Jetzt halten Sie sich mal gefälligst raus da hinten, ja? Bitteschön. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Überleg doch mal selbst. Ihr seid seit fast 150 Jahren tot. Wie es da draußen inzwischen wohl aussehen mag, hm? Wahrscheinlich ist der Reichtum der Gesellschaft inzwischen so gewachsen, dass genug für alle da ist. Und sollte es bei euch beiden mal trotzdem wieder nicht reichen, dann helfe ich auch gerne wieder aus. Und die Medizin, die wird so gewaltige Fortschritte gemacht haben, dass kein Mensch mehr so leiden muss wie zu unserer Zeit. Und der Kommunismus, der hat wahrscheinlich längst gesiegt und man wird uns feiern. Vielleicht ist es da draußen wie das Paradies auf Erden. Das Paradies auf Erden wird es wohl kaum sein. Oder warum glauben Sie, werden wir noch einmal zurückgeholt und alle Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt? Um uns zu feiern? Wohl kaum. Haben Sie denn nicht gehört, wie die beiden Weltgeister dort hinten gestritten haben, wie sie sich über eine globale Finanzkrise unterhalten haben? Nein, wenn man uns noch einmal ins Leben zurückholt, dann hat das einen ganz bestimmten Grund. Wir werden gebraucht und zwar dringend. Sie glauben also, es gibt denn immer noch den Kapitalismus? Ich weiß es nicht, aber eigentlich befürchte ich das Schlimmste. Sagen Sie mal, als Sie eben das kommunistische Manifest von der Kanzel deklamiert haben, das war doch nicht das erste Mal, dass Sie eine öffentliche Rede gehalten haben, oder? Nicht das erste Mal? Nein, das war natürlich nicht das erste Mal. Ich habe hunderte von Reden gehalten. Vor Tausenden von Arbeitern. Man hat mich gefeiert, mich geliebt. Man hat mir die Worte von den Lippen abgelesen.
Wenn ich über den Sozialismus geredet habe und über die historische Aufgabe des Proletariats, den Kapitalismus zu stürzen, wenn ich dann diese Energie, diesen Enthusiasmus der Massen gespürt habe, dann war ich ganz groß und stark. Ich war die beste sozialistische Rednerin in ganz Deutschland. Ach, was sage ich, in ganz Europa? Hört, hört! Sagen Sie, Frau Lichtenstein, Frau Luxemburg, wann haben Sie gelebt? Von 1871 bis 1919. Sie wurden nur 48 Jahre alt? Nur 47. Knapp 2 Monate vor meinem 48. Lebensjahr wurde ich ermordet. Meine Güte, ein Eifersuchtsdrama? Ein politischer Mord. Na, erzählen Sie, was ist passiert? Ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Da müsste ich schon etwas weiter ausholen. Hat es zu Ihren Lebzeiten eine oder mehrere sozialistische oder kommunistische Revolutionen gegeben? Es hat mehrere sozialistische Revolutionen gegeben. Aber soweit ich das überblicken kann, nur eine erfolgreiche. Und wo? In Russland, im November 1917. In Russland. Ich, Fred, was habe ich im Vorwort zur englischen Ausgabe des Manifests 1882 geschrieben? Die russische Revolution, die das reaktionäre Zarentum hinwegfegt, kann zu einem Signal zur proletarischen Revolution im Westen werden. Habe ich es doch gewusst und das 35 Jahre vorher. Langsam, Charlie, langsam. Sie hat gesagt, sie weiß nur von einer erfolgreichen Revolution, der in Russland. Aber was ist mit den anderen europäischen Ländern? Vor allem, was ist mit Deutschland? Nach der Revolution sind die Russen sogleich aus dem Weltkrieg ausgestiegen. Naja, und dann... Weltkrieg? Dann, sagten Sie Weltkrieg? Das habe ich doch schon 1893 in der Vorwärts geschrieben. Anstelle der Berufsarmeen brauchen wir eine allgemeine Wehrpflicht. Das ständige Aufrüsten des stehenden Heeres führt unweigerlich zu einem Vernichtungskrieg, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Ja. Deine Worte, Fred, deine Worte. Da haben Sie leider recht behalten. Es war ein Verwüstungskrieg, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte. 4 Jahre lang bekriegten sich die Völker Europas bis aufs Messer. Tausende junger Soldaten vegetierten monatelang in kilometerlangen, dreckigen Schützengräben vor sich hin, um sich dann gegenseitig mit Giftgas umzubringen. Ja, das waren die neuen Helden. Giftgas? Das klingt jetzt nicht gerade nach heldenhaftem Kampf. Heldenhafter Kampf? Die strahlenden Helden sind doch am Ende immer nur die, die ihre Knochen nicht hinhalten müssen und die ihr Menschenmaterial aus der zweiten Reihe in den Tod schicken. Das kann man so verallgemeinert nicht sagen. Auch Krieg ist immer ein dialektischer Prozess und ohne Krieg keinen Fortschritt. Ohne Krieg keinen Fortschritt? Ist das etwa Fortschritt, wenn tausende junge Männer in den Tod geschickt werden? Wenn Länder verwüstet, Städte zerstört und Menschen verhungern müssen, ist das wirklich Fortschritt? Das muss man differenziert betrachten. Und außerdem... Differenziert betrachten, Herr Engels! Lass es gut sein, Fred. Lass es gut sein, alter General. Lass es gut sein, alter General. Aber sagen Sie,
Um darauf zurückzukommen, Sie haben gesagt, dass die Revolution von Russland ausgegangen ist. Ja, wie ging es dann weiter? Hat sich das europäische Proletariat oder eben vor allen Dingen das deutsche nicht auch erhoben? Das Proletariat. Überall in Europa wurde der Nationalismus angeheizt. Und aus all den braven sozialistischen Arbeitern, die zuvor noch auf die internationale Solidarität geschworen haben, wurden über Nacht glühende Patrioten und Nationalisten, die freudig zum Wohle ihres Vaterlandes in den Krieg zogen, um sich dann abschlachten zu lassen. Nach dem Krieg haben wir es in Deutschland auch mit einer Revolution versucht. Erfolgreich zunächst. Mit dem Krieg war auch das Kaiserreich am Ende. Dann hat der Sozialdemokrat Scheidemann die Deutsche Republik ausgerufen. Und am gleichen Tag mein Genosse und Kampfgefährte Karl Liebknecht die Sozialistische Republik. Karl Liebknecht? Der Sohn von Wilhelm und Nathalie Liebknecht? Genau der. Wusstet ihr, dass das mein Patenjunge ist, der kleine Karl? Och. Ja, das hat er mir erzählt. Ja, und dann, das tut auch jetzt nichts zur Sache. Danke. Erzählen Sie, wie ist es weitergegangen? Dann hat die Reaktion zurückgeschlagen. Und unter dem Kommando der alten Mächte unter tätiger Mithilfe der... Na, sagen Sie schon, unter wessen Mithilfe? Unter Mithilfe der Sozialdemokraten. Ja, unter Mithilfe der SPD wurde die sozialistische Revolution blutig niedergeschlagen. Ja, und was dann? Hat mich brutal misshandelt. Und das Letzte, woran ich mich noch erinnern kann, war, dass man mich wie einen räudigen Kadaver in den Landwehrkanal in Berlin geschmissen hat. Sie waren eine Revolutionärin, eine richtige Revolutionärin, eine Märtyrerin. Wissen Sie, ich habe vom ersten Moment an gespürt, dass Sie etwas ganz Besonderes sind. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es Deutschland ist, von dem die sozialistische Revolution ausgeht. Ein Land, das mich ausgewiesen hat, weil es einen freien Geist nicht ertragen konnte. Die Revolution konnte doch nur gelingen, wenn die fortgeschrittenen Industrienationen nachziehen. Der Kommunismus kann sich nur von den am weitesten entwickelten Ländern aus verbreiten. Ja, und wenn die entwickelten Industrienationen nicht mitgemacht haben? Dann konnte das auf Dauer nur schiefgehen. Entwickelte sich ein autoritärer und despotischer Kommunismus ohne Freiheit. Und aufgrund der unentwickelten und rückständigen Produktionsweise auch in bitterer Armut. Und hat damit wahrscheinlich dem reaktionären Bürgertum als abschreckendes Beispiel für alle Arten von sozialistischen Bewegungen gedient. Ich kann einfach nicht glauben, dass der Kommunismus nicht gesiegt hat. Fred, wenn wir nachher da hinausgehen sollten, dann wird man uns als die Propheten feiern, die den Menschen das goldene Zeitalter vorausgesagt haben. Ich fürchte, Frau Luxemburg hat recht. Man wird uns nicht holen, um uns zu feiern. Wenn schon etwas passiert, das allen Gesetzen der Natur widerspricht, dann muss die Lage ziemlich ernst sein.
Bist du wirklich der Meinung, dass der Kapitalismus gesiegt hat? Aber wenn den Kapitalismus in seiner unendlichen Gier nach immer mehr und mehr keiner gestoppt hat, dann wird er weiterhin alles um sich herum vertilgen und zum Schluss seine eigene Lebensgrundlage zerstören. Denn erst, wenn der letzte Fluss vergiftet, der letzte Baum gefällt, der letzte Fisch gefangen ist, erst dann wird der Kapitalist merken, dass man Geld nicht essen kann. Das ist gut. Das ist gut. Das ist toll. Das ist toll. Und warum ist das dir nicht eingefallen? Was? Was ist, wenn das stimmt? Gute Frau, wenn es dort tatsächlich keinen Strauch, kein Tier gäbe, dann gäbe es auch keine Menschen und dann müsste man uns dort auch nicht hinausschicken. Glauben Sie, ich wollte dort hinausgehen, wenn keine Nachtigall mehr singt? Das war ein Sprachbild, eine Metapher. Ja, wenn der Kapitalismus tatsächlich gesiegt hat, dann ist es umso wichtiger, dass wir dort hinausgehen. Aber was könnte da schon unsere Aufgabe sein? Wir sind seit mehr als 100 Jahren tot. Nun ja, vielleicht hat die SPD aus ihren Fehlern gelernt und sucht endlich den richtigen Vorsitzenden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man da ausgerechnet auf Sie gewartet hat. Das war ein Scherz, gnädigste Frau. Aber vielleicht hat man auch gerade auf Sie gewartet, auf die größte sozialistische Rednerin in Europa. Hohoho. Ja, Sie hat man doch in der Sänfte zu Ihren Kundgebungen getragen. Glauben Sie bloß nicht, dass ich es leicht hatte in dieser sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Als Frau in diesem Männerverein, als Jüdin und Polin unter all diesen ehrenwerten Herren, denen die deutsche Nation letztlich wichtiger war als die sozialistische Sache. Zeitweise war es die Hölle für mich. Das glaube ich Ihnen gern. Und dann hinken Sie ja auch noch. Karl! Was denn? Ich glaube, meine Bewunderung Ihnen gegenüber nimmt gerade rapide ab. Ja, regen Sie sich mal nicht so auf, man sieht es ja kaum. Ja, man muss schon ganz genau hinschauen. Verehrter Herr Marx, sind doch ein eingebildeter Fatzke. Aber was soll man auch von jemandem erwarten, der von der Dynamik des Akkumulationsprozesses des Kapitals nichts begriffen hat, der noch nicht einmal verstanden hat, dass Strukturwandel und technischer Fortschritt eine Wertrevolution implizieren, die zwangsläufig von einer einfachen zu einer beschleunigten Akkumulation führt. Und wenn man das nicht begriffen hat, dann bleiben einem sämtliche Prozesse der Kolonialisierung und des Imperialismus unverständlich. Für so jemanden werde ich doch nicht Trauzeugin. Da streiten sich mal wieder wie die Kesselflicker, diese Linken. Wenigstens etwas, auf das man sich in dieser Welt verlassen kann. Charlie, Charlie, komm mal her. Charlie! Ganz schön temperamentvoll, unser kleiner Hinkefuß. Hä? Die hat wahrscheinlich ganz schön Feuer zwischen den Schenkeln. Ach, Quatsch! Akkumulation des Kapitals, blöde Zicke! Vielleicht hat sie dich nur nicht richtig verstanden. Ach, Quatsch, natürlich hat sie mich verstanden. Das war mir natürlich auch klar, dass technischer Fortschritt die Akkumulation des Kapitals erhöht und somit zwangsläufig zu mehr Kolonialismus führt. Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, es weiter auszuarbeiten. Nimm nicht vor dir in Acht, die ist zu schlau für dich.
Und außerdem hängt sie schlimmer als ein dreibeiniger Droschkengaul. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Und außerdem bringt es überhaupt nichts, wenn wir uns hier heillos zerstreiten. Charlie, komm. Charlie! Charlie! Verehrtes Fräulein Luxemburg, es ist natürlich theoretisch ein eminent wichtiger Aspekt, eine eminent wichtige Frage, die Sie da aufgeworfen haben. Aber erst einmal sollten wir sehen, dass wir dort hinauskommen. Und dann können wir sicher einige der Thesen anhand der gesellschaftlichen Entwicklung, die sich mit Sicherheit da draußen zugetragen haben, viel besser beurteilen. Sollten wir das? Ja. Es freut mich natürlich außerordentlich, dass Sie sich so intensiv mit meinen ökonomischen Schriften auseinandergesetzt haben. Ach so. Obwohl sie möglicherweise für Sie als Frau durchaus verständlich nicht alles verstanden haben. Aber wir können überhaupt nicht dort hinaus. Das geht auf gar keinen Fall. Ich verstehe ja deine Bedenken, aber wir haben doch gar keine andere Wahl. Natürlich habe ich eine andere Wahl. Ich bin schließlich frei in meiner Entscheidung. Ach, wie Hegel schon ganz richtig sagte, Freiheit ist die Einsicht in das Notwendige. Und es ist nun mal absolut notwendig, dass ihr beide heiratet, damit wir dort hinaus können, sonst wären wir nicht hier. Freiheit, sehr geehrter Herr Engels, ist die Freiheit des Andersdenkenden. Ach. Und Sie denken nun mal im Augenblick ganz offensichtlich ganz anders. Warum, Jenny, warum sperrst du dich denn so dagegen? Schau uns doch einmal an. Das ist Kleidung aus dem 19. Jahrhundert. So etwas trägt man doch im 21. Jahrhundert ganz bestimmt nicht mehr. Und ich werde mich dort draußen ganz bestimmt nicht zum Gespött der Leute machen. Da haben Sie vollkommen recht, Frau Marx. Aber Leutchen, das ist doch das geringste Problem. Ich habe hier Kleidung aus dem 21. Jahrhundert. Das ging ja gerade noch mal gut und jetzt ist Pause. Karl schreibt an Jenny. Du wandest zu mir die Augen, die Liebe groß genährt. Ich durfte da Wollust saugen und sah dein Antlitz verklärt. Du warst so liebesprühend, so hehr, so warm und mild, in Lieb und Schmerz erglühend, der Schönheit reinstes Bild. Da ward die Nacht zerrissen, ich sah im vollsten Licht von Staunen hingerissen, der Erde schönst Gesicht. Jenny an Karl, wie steht dein Bild so glänzend, siegesstark vor mir? Wie sehnt sich mein Herz nach deiner steten Gegenwart? Wie bebt es dir entgegen in Lust und Entzücken? Wie folgt es dir ängstlich auf all deinen Wegen nach?
könnte ich dir doch die Wege all ebnen und kletten und alles wegräumen, was hindernd dir entgegentreten sollte. Aber das ist nun einmal nicht unser Los, dass wir auch mit in des Schicksals Räder tatkräftig eingreifen sollten. Wir sind vom Sündenfall, von Madame Evas Verstoß her, zur Passivität verurteilt. Unser Los ist das Warten, Hoffen, Dulden, Leiden. Höchstens wird uns der Strickstrumpf, die Nadel, der Schlüssel anvertraut. Und was darüber ist vom Übel. Sehen aber gut aus. Das steht Ihnen wirklich gut. Sie wirken ganz wie eine Dame von Welt. Sie wirklich? Dankeschön. Das kann man von Ihnen aber nicht gerade sagen. Eine Dame in Hosen. Wie ordinär. Diese Farbe. Finden Sie die nicht ein wenig zu grell? Ich habe mich schon immer darüber geärgert, wie unpraktisch Frauenkleidung gegenüber der von Herren ist. Und die Farbe finde ich ganz genau richtig für mich. Aber diese Frisur. Oh. Oh. Also dieser Hut macht es nun auch nicht gerade besser. Wenn man da überhaupt von einem Hut sprechen möchte. Ohne Kopfbedeckung fühle ich mich immer so nackend. Und sowas trägt man nun mal im 21. Jahrhundert. Na? Wie sehe ich aus? Von der Mode her ist mir die neue Zeit schon mal ganz sympathisch. Und Sie, verehrte Jenny, Sie sehen wirklich ganz zauberhaft aus. Dankeschön. Und Sie, sind wirklich sehr interessant gekleidet. Vielleicht darf ich Sie da draußen mal zum Abendessen einladen? Gerne. Nehmen Sie sich vor dem in Acht. Der hat mit zwei Schwestern zusammengelebt und war noch nicht einmal verheiratet. Hätte ich etwa beide heiraten sollen? Mary und Lizzie. Das waren beide nette, einfache Mädchen. Und die hätten beide einen anständigen Mann verdient gehabt. Jede für sich. Aber er musste sie ja beide gleichzeitig haben. Ach, ihr habt sie doch immer nur verachtet als einfache Leute aus dem niederen Volk. In die konntet ihr euch nie hineinversetzen. Was glauben Sie denn, verehrte Jenny, in welche Richtung sich der große Karl Marx entwickelt hätte, wenn er nicht mein Buch über die Lage der arbeitenden Klasse in England gelesen hätte? Er hatte noch nicht einen Schimmer davon, was das Proletariat überhaupt ist und wie es den Menschen wirklich geht. Besonders für Mary hattet ihr immer nur Verachtung übrig gehabt. Weißt du noch, wie ihr reagiert habt, als ich euch geschrieben habe, dass sie plötzlich gestorben ist? Was habe ich zur Antwort erhalten? Einen Bettelbrief. Entschuldige, aber wir befanden uns gerade in einer sehr prekären Situation. Frau
oder Fräulein Luxemburg, waren Sie eigentlich verheiratet? Wie man es nimmt. Ich bin von meiner Heimat in die Schweiz gegangen, weil ich als Frau in Polen nicht studieren durfte. Mit 27 habe ich dann den Sohn meiner Gastfamilie geheiratet. Das waren deutsche Emigranten und ich bin die Ehe nur eingegangen, weil ich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten wollte. 5 Jahre und ein Haufen Geld hat es mich gekostet, bis wir endlich geschieden waren. Aber zusammen gewesen bin ich eigentlich mein ganzes Leben lang mit Leo. Auch wenn wir die letzten Jahre nur Genossen waren. Es war immer alles sehr, sehr kompliziert mit ihm und es musste immer alles ganz konspirativ ablaufen. Leider auch mit uns beiden. Ich hatte zwar noch die ein oder andere Affäre, aber Leo, das war der Mann in meinem Leben. Was wohl aus ihm geworden ist? Vielleicht konnte er rechtzeitig noch untertauchen und ist aus Berlin weggekommen, nachdem man mich ermordet hat. Vielleicht hat er es ja geschafft. In der Illegalität war er ein wahres Genie. Er konnte noch 3, 6 Wochen untertauchen, bis man ihn gefasst und brutal misshandelt hat. Und dann ist er sozusagen auf der Flucht erschossen worden. Aber er konnte ihnen noch einen letzten Liebesdienst erweisen. Einen letzten Liebesdienst? Ja, die Leute, die für ihren Tod verantwortlich waren, haben das Gerücht verbreitet, dass man sie gerade ins Gefängnis bringen wollte, als die Menge sie gefasst hat und sie dem gerechten Volkszorn zum Opfer fielen. Was? Leo Jogisches hat all das samt den Namen ihres Mörders ans Licht gebracht. Mein guter alter Chuchu. Jetzt hören Sie aber mal auf mit diesen dummen Sentimentalitäten. Der gute alte Leo war ein Verbrecher, der die bestehende Ordnung gewaltvoll stürzen wollte. Ja, eine Ordnung, die gerade zuvor Millionen Menschen Tod und Verderben gebracht hat. Eine Ordnung, die gerade mal 2 Jahrzehnte später noch viel, viel mehr Leid gebracht hat. Jetzt kommen Sie mir bloß nicht mit Hitler, sonst werde ich denen hier mal was von Stalin erzählen. Sie wollen die doch nicht für Stalin verantwortlich machen. Aber lassen wir das jetzt, das führt zu weit. Stalin? Stalin? Ja. Aber Karl, du hast ja immer noch deinen alten Gehrock an. Hast du nichts Passendes gefunden? Ja, soll ich etwa rumlaufen wie der da? Nein, natürlich nicht. Aber es muss doch auch noch etwas anderes für dich gegeben haben. Ach, da hätte es schon was gegeben, aber an Qualität und Eleganz kommt doch nichts an meinen alten Gehrock heran. Und da er nun einmal nicht im Pfandhaus lag, so wollte ich ihn auch anziehen. Ach, Karl. Ja. Na, haben Sie Ihren Kostümball beendet? Ja, Sie sehen ja mal schick aus. Ja. Ja, wirklich. Wie so ein richtiger Hipster. Ja. Nur Sie konnten sich offenbar nicht von Ihrem schönen Gehrock trennen. Aber ich muss Ihnen was gestehen. Mir gefällt er auch. Er hat Stil und der geht den meisten Männern heutzutage leider ziemlich ab. Sie scheinen über einen guten Geschmack zu verfügen, sonst
würde Ihnen der gute alte Marx nicht so gut gefallen. Naja, jetzt bilden Sie sich mal bloß nichts ein. Aber wenn Sie tatsächlich Karl Marx sind, dann hätte ich da mal eine Frage an Sie. Ich kann mir schon denken, was Sie mich fragen wollen. So, das können Sie sich also denken. Was will ich Sie denn fragen? Sie wollen wissen, was es denn nun genau mit dem tendenziellen Fall der Profitrate auf sich hat. So wie Sie das sagen, scheint das etwas ziemlich Unanständiges zu sein. Für die Kapitalisten ist es so ziemlich das Unanständigste, was sie sich vorstellen können. Aber für die, die nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, die sie zum Markte tragen müssen, ist es noch viel unangenehmer. Der tendenzielle Fall der Profitrate. Ach, das wurde doch schon alles tausendmal widerlegt. Moment mal, habe ich das richtig gehört? Fall von der Profitrate? Heißt es dann in Zukunft, dass wenn die Profitrate fällt, nicht immer nur noch die Bayernmeister werden, sondern vielleicht auch mal wieder die Lautere? Aber Sie wissen schon, guter Mann, Kaiserslautern, dritte Liga. Ja und, das eine Jahr geht auch rum, aber dann wirst du es sehen. Nein, davon will ich jetzt wirklich überhaupt nichts wissen. Mich interessiert, haben Sie tatsächlich hier in meiner Pauluskirche geheiratet? Das wird nämlich unter den zahlreichen Heimatforschern in Bad Kreuznach und auch anderswo heiß diskutiert. Aber natürlich Moment, haben wir... Moment! Also, ja, du kannst doch nicht... Moment. Sie möchte etwas wissen, das nur ihr beide verraten könnt. Ja, da ist sie doch genau an der richtigen Adresse. Wenn sie haben, ihr könnt etwas dafür verlangen. Ach. Wenn es ihr schon verratet, dann soll sie euch auch gefälligst dafür trauen. Wenn sie etwas wissen will, so werden wir es auch sagen. Charlie, was denn? Du musst endlich mal lernen, für dein Wissen einen angemessenen Preis zu verlangen. Fred, dieses Geschacher, das mache ich nicht mit. Ach, meine Güte, er lernt es nie. Aber natürlich haben wir hier in dieser Pauluskirche geheiratet. Zu einer anständigen Hochzeit gehört auch eine kirchliche Trauung. Egal wie fromm man ist oder an was man glaubt. Aber eines kann ich Ihnen versichern, besonders romantisch war es nicht, überall diese Baugerüste. Das stimmt. Ich habe mir beim Hinausgehen aus der Kirche noch mal ein schönes neues Kleid schmutzig gemacht. Aber er wollte unbedingt in der Pauluskirche heiraten. Die Wilhelmskirche direkt gegenüber kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Warum wollten Sie denn nicht in der Wilhelmskirche heiraten? Diese Kirche ist benannt worden nach dem Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz. Das ist schon von der Namensgebung her eine völlig unakzeptable Verquickung von Kirche und Staat. Dann doch lieber an einer Kirche heiraten mit Baugerüsten und Staub, die nach jemandem benannt ist, der für seinen Glauben gestorben ist, als in einer Kirche heiraten, die nach jemandem benannt ist, der ein feudaler Ausbeuter war. Also, ich glaube, manchmal haben Sie ganz schön kompliziert gedacht. Tja, weil das Leben und die Verhältnisse nun einmal kompliziert sind, Gnädigste. Stopp mal, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Ihr habt ja eben über die Wilhelmskirche geredet oder so. Ist das nicht die, die da drüben auf der anderen Seite von der Nord, wo der Turm da steht, wo die Sparkasse da die Büros eingebaut hat? Genau die. Ja, ich bleibe jetzt Motto vorne. Kommen wir doch mal auf die eigentlich wichtige Frage zurück, ja? Ich setze mich jetzt Motto hier. Komm mal auf Platz. Ich höre doch Ihnen nichts. Werden Sie die beiden jetzt trauen? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass das nicht geht. Warum ist es Ihnen denn so wichtig, dass ich Sie noch einmal traue? Naja, also das mag Ihnen jetzt etwas fantastisch vorkommen, aber Sie müssen uns noch einmal trauen, damit wir dort hinaus ins Jahr 2018 gehen können. Tja, da haben Sie recht. Etwas fantastisch, so ein ganz klein bisschen klingt das für mich schon. Also, Entschuldigung. Das schon wieder, das war doch vorhin. Ja, Entschuldigung, ich muss da mal gerade dran gehen, dass mein Sohn... Hä? Hallo, mein Großer, wo steckst du denn? Was macht sie da? Ich glaube, sie telefoniert.
Ich war ja eine der Ersten, die in Berlin ein Telefon hatten. Aber ganz ohne Kabel? Also, okay, ja. Aber denk dran, dass du zum Abendessen daheim bist, ja? Tschüss, mein Großer. Ja. Ups. Sagen Sie mal, haben Sie da gerade wirklich mit Ihrem Sohn gesprochen? Ja, klar. Und funktioniert diese Verbindung nur zwischen Ihnen und Ihrem Sohn? Nein, natürlich nicht. Im Prinzip kann ich mit meinem Smartphone jeden auf der ganzen Welt erreichen, vorausgesetzt, ich habe dessen Handynummer. Jeden auf der ganzen Welt? Ja. Aber dann könnten Sie doch den Präsidenten der Vereinigten Staaten kontaktieren. Ja, also dessen Handynummer habe ich jetzt mal gerade ganz zufällig nicht, aber der twittert ja auch meistens nur. Er twittert. Was ist das denn? Twittern. Ja, allmählich glaube ich Ihnen wirklich, dass Sie aus einer anderen Zeit kommen. Twittern ist das Versenden von kurzen Textnachrichten. Und die kann dann jeder lesen? Im Prinzip schon. Jeder, der sein Follower ist und sein tägliches Quantum Schwachsinn braucht. Aber warten Sie mal, da war letztes Jahr was an Halloween, das interessiert Sie bestimmt. Ich google das mal. Google? Kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht erklären. Ich muss eigentlich weg. Ja, ich hab's schon. Gut, es war sein Sohn, der das getwittert hat, aber der ist genauso helle wie sein Vater. Passen Sie auf. Ich werde heute Abend Chloe, das ist eine 4-jährige Tochter, die Hälfte ihrer Süßigkeiten wegnehmen und sie einem Kind geben, das zu Hause geblieben ist und nichts gesammelt hat. Es ist nie zu früh, ihr eine Lektion über den Sozialismus zu erteilen. Sagen Sie mal, hat Amerika immer so merkwürdige Präsidenten? Nein. Davor hatten sie einen ganz tollen Präsidenten. Einen mit Geduld, guten Ideen. Und vor allem Stil. Ja, Barack und Michelle, die hatten beide so richtig Stil und so nette Töchter. Aber leider hatte er im Senat und im Kongress keine Mehrheit. Trotzdem war er ein guter Präsident und er hat viel erreicht. Und das zertrampelt sein wild gewordener Nachfolger jetzt alles unter seinen Cowboystiefeln. Hat die Maske mal Cowboystiefel? Die sind doch schön, oder? Diese fetten alten weißen Männer haben Barack Obama am ausgestreckten Arm zappeln lassen. Die konnten es einfach nicht verkraften, dass ein schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten wird. Moment, ein Neger war Präsident der Vereinigten Staaten? Also, das Wort sollten Sie schleunigst aus Ihrem Wortschatz streichen. Das sind Schwarze oder auch Farbige. Aber ich muss jetzt weg und ich kann Ihnen nicht auf die Schnelle das 21. Jahrhundert erklären. Und trauen kann ich Sie auch nicht. Das ist nicht nur gegen alle Vorschriften. Oh, das ist ja auch völlig verrückt. Sehen Sie es doch einmal so, Frau Pfarrerin. Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir vier sind tatsächlich alle völlig verrückt und aus irgendeinem Irrenhaus geflohen. Aber wir sind erkennbar harmlos. Warum machen Sie uns vier Irren dann nicht den kleinen Gefallen und stellen uns einen Trauschein aus? Ihnen würde niemand daraus einen Strick drehen, bestimmt nicht. Oder aber, zweitens, wir sind tatsächlich diejenigen, die wir behaupten zu sein. Dann ist hier in Ihrer Kirche ein Wunder geschehen. Und wenn Gott allmächtig ist, dann kostet ihn das weniger als ein Fingerschnipsen. Und wollen Sie, Sie als Pfarrerin, als Verkünderin des Wortes Gottes, Wollen Sie sich tatsächlich gegen ein Wunder Gottes stellen? Warum sollte Gott ausgerechnet Sie als eingefleischte Atheisten wieder zum Leben erwecken? Seine echt merkwürdige Idee. Gottes Wege sind eben unergründlich. Ja. Sehen Sie das mal so. Unsere Probleme
sind ja nicht wesentlich kleiner als Ihre. Wir müssten wesentliche Teile unserer Lehre... Die ja keine in sich geschlossene Lehre ist, sondern eine Systematik durchaus interessanter Hypothesen. Ich habe jedenfalls nicht behauptet, unfehlbar zu sein. Wir müssten einige unserer zentralen Hypothesen einer sehr ernsthaften Prüfung unterziehen. Passen Sie auf. Sie sind verdammt hartnäckig. Sag Ihnen jetzt. Also, ich gehe jetzt und hole ein Formular für einen Trauschein. Und dann vollziehen wir hier die Trauung. Und dann verschwinden Sie von hier und lassen mich ein für alle Mal in Ruhe. Mein Gott! Sie bringen mich in Teufels Küche. Das ist eine handfeste Urkundenfälschung. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Ich glaube nicht, dass Sie da draußen so besonders dringend erwartet werden. Ganz im Gegenteil. Also echt. Vielleicht darf ich Sie da draußen auch zu einem Gläschen Wein einladen? Fred, nun lass mal gut sein. Also gut, ich hole einen Trauschein. Wissen Sie was? Alles gut. Trauen Sie uns, geben Sie uns den Trauschein und Sie haben bis in alle Ewigkeiten Ruhe vor uns. Aber das mit dem Gläschen Wein muss man nicht völlig aus den Augen verlieren. So, also. Hey, was soll denn das? Ich muss jetzt wirklich weg. Was soll ich denn da? Bis später. Oder vielleicht sind Sie ja dann auch schon weg, hoffentlich. Warten Sie mal. Wie geht? Hallo? Weißt du etwas von einer Theaterprobe in der Kirche? Ich muss dringend mit dem Herrn Kirschner reden, was das soll. Pass auf, bin in 2 Minuten bei dir. Kannst du mir bitte einen Trauschein raussuchen? Die hat keine Zeit für uns. Für uns. Keine Zeit für uns. Für Karl Marx und Friedrich Engels. Und Rosa Luxemburg. Die weiß offenbar, wer wir sind. Die kennt unseren Namen. Ach, die glaubt einfach nicht, dass wir echt sind. Würde ich an ihrer Stelle auch nicht tun. Wahrscheinlich hält sie uns für vollkommen verrückt. Und dafür ist sie doch noch ausgesprochen nett und freundlich. Ach. Sie weiß einfach nicht, was sie glauben soll. Das, meine Liebe, sollte eine Pfarrerin aber schon wissen. Hast du diesen kleinen Apparat gesehen? Ich kann's nicht fassen. Ich auch nicht. Was man mit dieser Technik... Könnt ihr euch vorstellen, so wie sie das Ding benutzt hat, scheint es ein Altersgegenstand zu sein, den jeder besitzt. Was man mit dieser Technik, die dahinter steckt, alles machen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber was das allein für das Führen von Kriegen bedeutet. Also, ich glaube ja, die Waffen von heute sind so zerstörerisch, man führt überhaupt keine Kriege mehr. Wenn es den Kapitalismus noch gibt, dann gibt es auch noch Kriege, egal wie zerstörerisch irgendwelche Waffen sind. Aber wenn es in den letzten 150 Jahren eine solche technische Entwicklung gegeben hat, dann muss doch auch in den Köpfen der Menschen etwas Entscheidendes passiert sein. Das Sein bestimmt schließlich das Bewusstsein. Ja. Sollen wir den mal nicht fragen, ob er auch so ein Ding hat? Smartphone. Eine ausgezeichnete Idee. Los, fragen wir ihn. Jetzt los. Hab ich was angestellt? Hä? Sagen Sie mal, guter Mann, haben Sie eigentlich auch so ein Talit Aliquid? Was für ein Ding? So ein Smartphone. Nö, hab ich nicht. Oh. Was? Sie haben kein Smartphone? Nein. Warum nicht? Wir hatten so unscheuer das Ding. Was sagt? Guck mal. Du, ich habe ein iPhone von Apple. Und ich sage euch, das andere ist nur für Loser. Hier, Apple, das ist eins schwerer. Also ich verstehe jetzt immer nur Apfel. Das klingt. Lass die Finger von mir. Das klingt ja nach richtig guter Technik, Mann. Richtig guter Technik. Jo. Dann zeigen Sie mal, was Ihr kleines Ding so alles kann. Was für ein kleines Ding? Meins? Wie meinst du das?
Ich meine natürlich das kleine Ding. Hey, dann sag's doch. Also, das ist ja ein iPhone, gell? Hab ich schon gesagt, von der Apple. Aber was so ein iPhone kann, das weiß doch eh kein Mensch. Ist ja von Apple, weißt du? Aber ich kann euch mal sagen, was ich gern damit mache. Call of Duty. Schon mal gehört? Kennt ihr das nicht? Ich zeige es euch mal. Moment, ich muss erstmal einschalten. Call of Duty. Der Ruf der Pflicht. Das muss etwas sehr Ehrenvolles sein. So, jetzt gucken wir. Also, guck mal die Grafik an. Sieht doch aus wie in echt, oder? Guck doch mal her. Da siehst du alles ganz genau. Das ist halt ein Apple. Sag's ja, ein Apple. So, jetzt pass mal. Ach, jetzt geht's los. Achtung. Sie müssen mehr auf die Deckung achten. Ja, ist ja schon gut. Sie müssen über die linke Flanke kommen. Ja. Scheiße, abgekackt. Du bist schuld. Aber ist eh egal, ich habe eh noch zwei Leber. Habe ich doch gleich gesagt. Sie müssen mehr auf die Deckung achten. Finger von mir lassen. Ja. Aber wie gesagt, schon ja noch zwei Leber. Deswegen, macht nichts. Richtig. Wir können ja auch noch ein Surplus bekommen. Da muss ich mich gleich drum kümmern. Schon mal abpacken. Und immer schön auf die Deckung achten, sonst sind sie auch gleich wieder abgekackt. Und dann ist wieder ein Leben perdu. Ja, was? Ich denke mal, es ist Zeit, das Ganze mal zu analysieren, Jenny. Also das Gerät heißt Smartphone. Zusammengesetzt aus dem englischen Smart für Klug. Und dem altgriechischen Phon für Geräusch. Kluges Geräusch. Ja. Und was bedeutet das dann? Ich glaube, dass es zusammengesetzt ist aus den beiden Wörtern Smart und Telefon. Gut. Es ist also ein kluges Telefon. Ach, scheiße, klar. Hat die Pfarrerin doch gesagt. Man kann damit jeden auf der ganzen Welt erreichen. Richtig. Oh ja, das kann man wohl sagen. Anfang des Jahres verabredeten sich Tausende von Schülern zu einer Demonstration vor dem Weißen Haus in Washington. Dank dieser Technik. Kinder? Tausende von Kindern demonstrieren? Ja, aber wenn heutzutage schon Kinder ins politische Geschehen eingreifen, wo sind wir denn dann gelandet? Das ist doch völlig unerheblich. Viel wichtiger ist doch, was diese Technik alles bewirken kann. Welche Möglichkeiten der Agitation und der Mobilisierung der Massen. Diese Person kann doch jetzt auch immer nur an eins denken. Das ist doch krank. Aber gesund ist es, immer nur an Geld und Profit zu denken. Ach. Und was war der Grund für diese Demonstration? Der Grund dafür? Wir sind mittlerweile schon so weit, dass Jugendliche andere Jugendliche mit Schusswaffen töten. Und keiner weiß den wahren Grund dafür. Und dann finden die da noch geil, dass man so Aufsätze kaufen kann, so Bombshocks für einfache Schusswaffe, wo man direkt Schnellfeuerwaffe draus machen kann und renne dann rum. Total bescheuert, voll krass, echt. Schnellfeuerwaffen? Das hört sich ja großartig an. Großartig? Haben Sie nicht richtig zugehört? Kinder erschießen andere Kinder. Ja, das mag ein Problem sein, aber wenn... Aber, wenn Kinder Waffen haben, dann haben auch Erwachsene Waffen. Und dann hätte eine Weltrevolution, sofern sie überhaupt noch notwendig ist, überhaupt eine realistische Chance. Was ist das bloß für eine Welt, in der wir hier heute leben? Ich glaube ja, dass
dieses kleine Ding noch viel mehr kann. Ja. Was würde wohl geschehen, wenn man diesen Apparat mit einer Maschine verbinden würde? Wenn man so, wie man zu unserer Zeit die Kraft einer Dampfmaschine auf die Mechanik einer Maschine übertragen hat, die Möglichkeiten dieses elektromagnetischen Apparates auch mit der Mechanik einer Maschine verbinden würde. Dann brauchen wir irgendwann keine Menschen mehr. Dann werden irgendwann Maschinen andere Maschinen herstellen, die wieder weitere und noch bessere Maschinen herstellen. Vielleicht fast ohne menschliches Zutun. Und daraus folgt... Ganz genau. Der tendenzielle Fall der Profitrate, der wird sich enorm beschleunigen. Und mit dem technischen Fortschritt erhöht sich die Akkumulationsrate und der Mensch wird immer überflüssiger. Und diejenigen, die nichts anderes zum Markte tragen können als ihre Arbeitskraft, werden diese immer billiger und billiger verkaufen müssen. Werden nur noch die technisch fortschrittlichsten Produktionsweisen konkurrenzfähig sein. Und die menschliche Arbeitskraft müsste sich so billig verkaufen, dass sie mit den Maschinen mithalten könnte. Der tendenzielle Fall der Profitrate. Dann würde das freie Arbeitsverhältnis wieder die Form einer Sklaverei annehmen. Jetzt hören Sie sich diese Sprüche aus dem Krusenkabinett der kommunistischen Ideologien an. Ach nein, all diese Dinge haben wir natürlich nicht mehr. Keine Sklaverei in unserer so schönen, neuen, freien Welt. Ich sage nur Billiglohnsektor. Es ist schon faszinierend, wie Karl Marx das alles schon vorausgesehen hat. Immerhin haben wir jetzt in Deutschland schon einen Mindestlohn. Habt ihr das gehört? Es gibt einen Mindestlohn in Deutschland. Das ist ja unglaublich. Das bedeutet doch, dass das deutsche Volk sich von den reaktionären Kräften losgesagt hat. Das wäre ja wirklich zu schön, um wahr zu sein. Ja, wenn Sie wüssten, was ich seit der Zeit an Überstunde schrubben muss. Es geht auf gar Kuhhaut. Dann gehen Sie doch zum Arbeitsgericht oder zur Gewerkschaft. Ach, sind Sie denn verrückt, diesen armen Mann so aufzuwiegeln? Zum Schluss stellt ihn doch keiner mehr ein. Eber, ich bin doch nicht bescheuert, schläge ich mich doch mit meinem Chef nicht an. Lieber halte ich's Maul. Ja. Das ist doch völlig unerheblich. Viel wichtiger ist doch, ob sich diese Technik im Privatbesitz findet oder der Gesellschaft gehört. Ja, und was man damit wahrscheinlich alles machen kann. Mit der ganzen Technik und der Wissenschaft, die in diesem Talit Aliquid, in diesem Smartphone stecken. Und wenn die Pfarrerin zurückkommt und euch beide traut, dann können wir da hinausgehen und werden es herausfinden. Ihr wollt wirklich dort hinaus? Ja. Wir wissen doch überhaupt nicht, was uns dort draußen erwartet. Das macht die Sache doch gerade so spannend. Ach, jetzt sehen Sie es doch endlich mal ein. Sie finden sich doch überhaupt nicht zurecht in dieser modernen Welt. Glauben Sie mir, es ist für alle das Beste, wenn Sie da nicht hinausgehen. Für alle das Beste, doch vor allen Dingen für die, die Angst haben, dass jemand die soziologischen Verhältnisse klar benennt und ihnen den Schleier herunterreißt. Ach, wer will denn den Schleier herunterreißen? Etwa die hier, die noch nie etwas gehört haben von Digitalisierung, Hedgefonds, Social Media oder gar Bitcoins, geschweige denn, dass sie überhaupt irgendwas davon verstehen. Ja,
Und Sie verstehen, wie Bitcoins funktionieren? Nein, aber ich weiß, wie man damit Geld verdient. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir dort hinausgehen. Seid ihr denn überhaupt nicht neugierig? Ich habe mir mein Leben lang gewünscht, einen Blick ins 20. Jahrhundert zu werfen. Das hat leider nicht geklappt. Und jetzt können wir einen Blick ins 21. Jahrhundert werfen. Fred, natürlich bin ich neugierig. Aber weißt du was, ich habe Angst, dort hinauszugehen. Und Angst, so ein Leben zu führen, wie ich es geführt habe, wie Jenny und ich es geführt haben. Und dieses Leben in der neuen Zeit noch einmal durchleiden zu müssen. Ach, Charlie, ich kann dich verstehen. Und vielleicht hast du ja auch recht. Du hattest ja meistens recht. Ich habe mein Leben lang das getan, wozu ich bestimmt war. Die zweite Geige zu spielen. Und ich habe das auch ganz passabel gemacht. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn wir da nicht hinausgehen. Für uns beide. Für uns alle. Aber vielleicht werden wir da draußen ja doch in irgendeiner Form gebraucht. Fred, wer braucht uns denn da draußen? Die Welt hat sich inzwischen 100 Jahre weitergedreht. Wisst ihr, ich brauche jetzt eine Zigarre. Ich muss nachdenken. Unterstehen Sie sich in der Kirche zu rauchen. Dann können Sie das mit Ihrer Hochzeit gleich vergessen. Ach. Er hat doch überhaupt keine Zigarre dabei. Verehrte Verkünderin der Heiligen Schrift, es ist jetzt absolut notwendig, sozusagen überlebensnotwendig für die Menschheit, dass Sie die beiden jetzt trauen. Zum Glück habe ich die Formulare dabei. Da haben wir ja vielleicht noch eine Chance, die Menschheit zu retten. Ja. Also, ich nehme jetzt die Personalien auf. Am besten fange ich mit den Trauzeugen an. Herr Engels, bitte. Alle Vornamen, Nachname, Geburtstag, Geburtsort, Familienstand. Friedrich Engels, geboren am 28. November 1820 in Barmen. Familienstand ledig. Nein, eigentlich verwitwet. Sie waren verheiratet? Ja. Ich habe die gute Lissy noch auf dem Sterbebett geheiratet. Ja, also verwitwet. Frau Luxemburg, komme zu Ihnen. Ruscha Luxemburg, geboren am 5. März 1871 in Samosch, Königreich Polen. Geschieden. Sie waren auch verheiratet? Offensichtlich. Zum Brautpaar. Herr Marx. Karl Marx, geboren am 5. Mai 1818 in Trier. Johanna Bertha Julie Jenny von Westfalen. Geboren am 12. Februar 1814 in Salzwedel. So, nachdem wir das jetzt auch geklärt haben, kommen wir zur Trauung und bringen das ganz schnell hinter uns. Halt. Warten Sie. Herr Marx, falls Sie sich entschließen, dort hinauszugehen, wovon ich Ihnen in Ihrem eigenen, wohlgemeinten Interesse dringendst abraten möchte, hätte ich hier einen lukrativen Beratervertrag und einen dementsprechenden Kontrakt rein zufällig mit dabei, wobei Sie hier unten, wo das Kreuz ist, unterschreiben müssen. Das hat der gute alte Reichskanzler Bismarck, dieses reaktionäre und raffinierte Mischstück,
auch zweimal versucht, mich zu kaufen und dann kalt zu stellen. Sparen Sie sich Ihre Mühe. Nachdem wir das jetzt auch noch geklärt haben, können wir dann bitte weitermachen. Jenny? Jenny. Herzliebchen. Vor Gott und in Gegenwart dieser Zeugen frage ich dich nun, Karl, willst du Jenny als deine Ehefrau aus Gottes Hand nehmen, sie lieben und ehren in Freude und Leid nicht verlassen, den Bund der Ehe mit dir heilig und unverbrüchlich halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte ja, mit Gottes Hilfe. Ja. Mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. Vor Gott. Und in Gegenwart dieser Zeugen frage ich dich nun, Jenny, willst du Karl als deinen Ehemann aus Gottes Hand nehmen, ihn lieben und ehren, in Freude und Leid nicht verlassen, der Bund der Ehe mit ihm heilig und unverbrüchlich halten, bis der Tod euch scheidet? So antworte ja, mit Gottes Hilfe. Entschuldigung, kleinen Moment bitte. Ich habe unseren Termin völlig vergessen. Entschuldigung, ich bin sofort bei Ihnen. Was? Ich muss leider weg, sorry. Aber so bringen Sie doch die Zeremonie zu Ende und stellen uns einen Trauschein aus. Es ist wirklich ungeheuer wichtig. Sie können uns jetzt nicht einfach im Stich lassen. Ein andermal vielleicht. Was? Dann hauen Sie doch ab, Sie dumme Gans. Wir sind doch nicht auf so eine dämliche Heiratsurkunde angewiesen. Und das ist doch lächerlich. Außerdem sind wir seit 175 Jahren verheiratet, mein Zuckerschnäuzelchen. Und was machen wir jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Habt ihr eigentlich gemerkt, dass dieses Smartphone ein elektronisches Hundehalsband ist? Ja, damit kann man doch die Menschen jederzeit und an jedem Ort kontrollieren, drangsalieren und kommandieren. Ich habe das schon 1870 geschrieben. Im Elektromagnetismus liegt die Zukunft der Technik. War ich das nicht, der das geschrieben hat? Nein, das war ich. Ach, er gönnt einem aber auch überhaupt nichts. Gut gesprochen, Charlie, gut gesprochen. Ich denke, mit dieser Technik ist der Zeitpunkt für eine völlig neue Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse gekommen. Ja, und darum gehen wir da jetzt hinaus und leisten unseren Beitrag im Kampf gegen diese neue Form der Sklaverei. Mit oder ohne Trauschein? Ja. Ja, und wir werden diese merkwürdige Technik in ein Instrument der Befreiung verwandeln. Los, vorwärts! Stopp! Lassen Sie mich da durch! Ich werde mich doch von so einem aufgeblasenen Kraftmeier mit Schrumpfhirn nicht vorschreiben. Stumpf mich nicht, sonst glaube ich dir die Mutter aus deinem Ort. Gemeinsam werden wir die Menschheit befreien. Wir sind in historischer Mission unterwegs, sozusagen im Auftrag der Menschheit. Ja. Ohne aktuellen kirchlichen Trauschein von dem Kalle Maxto und der Jenny von West, was weiß ich, wie die heißt, kommt ihr mir hier nicht raus. Ach, das ist doch jetzt alles völlig absurd. Ja, ich habe meine Vorschriften. Jetzt hören Sie mal gut zu, guter Mann. Ich war auch mal beim Militär. Und als alter Soldat weiß ich, dass es Situationen gibt, in denen man mal Vorschrift sein lassen muss. Und das ist jetzt so eine Situation. Und ich habe mir Anordnungen. Pass bloß acht. Und außerdem, soll ich mal was sagen? Ich habe mal auf die Uhr geguckt. Ich habe jetzt Feierabend. Ich habe gerade genug Überstunden gerobbt. Ich gehe jetzt heim. Was? Aber Sie können doch jetzt nicht Feierabend machen. Hören Sie, es ist wirklich ungeheuer wichtig, dass Sie uns da rauslassen. Das ist mir doch scheißegal, was euch wichtig ist. Mir ist mein Feierabend wichtig. Ich gehe jetzt heim. Was ihr macht, ist mir egal. Tschö.
haben wir jetzt davon, dass wir immer für die Begrenzung der Arbeitszeit gekämpft haben? Warum haben wir denn so lange herumdiskutiert? Warum konntest du nicht gleich Ja sagen? Ach, jetzt bin ich wieder schuld? Du wolltest doch selber nicht dort hinaus. Du würdest dich doch draußen überhaupt nicht zurechtfinden. Konntest dich noch nicht mal von deinem alten Gerock trennen. Was hat denn jetzt mein alter Gerock damit zu tun? Du willst doch eine Ablenkung jetzt von... Jetzt hört endlich mal auf zu streiten! Ja, bitte! Erstens, wir streiten nicht. Und zweitens, Frederick, geht Sie das überhaupt nichts an? Und drittens, wir können so oft, so lange und so laut streiten, wie wir wollen. Habe ich recht, Jenny? Völlig recht, Karl. Ja, aber ehrlich gesagt, wieso war es denn eigentlich so wichtig, dass wir jetzt heiraten? Ich glaube, ich weiß warum. Sie? Na, da bin ich ja mal gespannt. Weil es ohne die Kraft der Liebe nicht möglich ist, gesellschaftliche Veränderungen in die richtige Richtung zu führen. Was nützen alle Politik, Wissenschaft, aller Klassenkampf, wenn sie nicht durch die Liebe geleitet sind? Denn nur die Liebe ermöglicht es uns, die Welt als ein schillerndes Märchen zu sehen, weil es aus dem Menschen das Edelste und Schönste herauslockt, weil es das Geringste und Gewöhnlichste erhebt und in Brillanten fasst. Und weil es uns ermöglicht, in Rausch, in Ekstase zu leben. Und dafür leben wir Menschen doch. Was ist denn mit Ihnen los? Was wären Sie denn, Karl Marx, ohne Jennys Liebe gewesen? Was wäre aus Ihnen geworden? Er hat überhaupt nicht abgeschlossen. Charlie, komm, raus hier, bevor er zurückkommt und es merkt. Charlie. Ich glaube fast, er hat es mit Absicht getan. Kommen Sie, wir gehen. Charlie. Was wäre ich ohne Jenny gewesen? Mein Moor. Ohne dich, Herzliebchen, gehe ich nirgendwo hin. Karl an Jenny, 1856. Es gibt in der Tat viele Frauenzimmer auf der Welt und einige darunter sind schön. Aber wo finde ich ein Gesicht wieder, wo jeder Zug, selbst jede Falte, die größten und süßesten Erinnerungen meines Lebens wieder erweckt? Selbst meine unendlichen Schmerzen, meine unersetzlichen Verluste lese ich in deinem süßen Antlitz. Und ich küsse mich weg über den Schmerz, wenn ich dein süßes Gesicht küsse. Begraben in ihren Armen, auferweckt von ihren Küssen, nämlich in deinen Armen und von deinen Küssen. Mein süßes Herz, ich küsse dich viel tausendmal und die Kinder. Dein Karl.